Was ist die geführte Softwareaktualisierung am Mac und wie kannst du damit Software aktualisieren? In diesem Video erfährst du es. Die geführte Softwareaktualisierung, auch Monkey genannt, ist eine App, mit der du deine Mac-Programme automatisch aktualisierst. Aber diese App ist nicht standardmäßig auf jedem Mac vorhanden, sondern muss ein Administrator erst installieren und dir auch Software zur Verfügung stellen. Monkey benutzt man meistens in Unternehmen oder Bildungseinrichtungen, um eben damit mehrere Macs zu verwalten. Du findest die App über den Finder im Ordner Programme oder über Spotlight, indem du nach geführter Softwareaktualisierung suchst. Vielleicht ist die auch schon unten bei dir im Dock. Starte die einfach mal. Im Reiter Update siehst du dann alle notwendigen Updates und kannst sie mit einem Klick installieren. Monkey teilt dir auch mit, falls du bestimmte Programme vorher schließen musst. Beende die dann einfach und dann probierst du es nochmal. Ein Passwort musst du übrigens nicht eingeben. Fertig. Alle optionalen Programme befinden sich im Reiter Software. Und falls du diesen Bereich übrigens nicht öffnen kannst, dann liegt das einfach daran, dass der Admin auch keine optionalen Programme zur Installation anbietet. Sobald neue Updates bereitstehen, öffnet sich auch die geführte Softwareaktualisierung und nervt dich. Bitte ignoriere das nicht einfach, sondern installiere wirklich diese wichtigen Updates, wenn du die betroffenen Apps mal kurz nicht benutzt. Denn dadurch werden ja nicht nur Sicherheitslücken geschlossen, sondern die Apps auch irgendwie verbessert. Jedenfalls hoffentlich. Außerdem dauert das meist nur wenige Minuten. Es kann sein, dass du darüber sogar mal Sicherheitsupdates für Mac OS installieren musst. Das dauert meistens etwas länger und ist eventuell auch mit einem Neustart des Rechners verbunden. Aber Monkey zeigt dir das vorher an. In diesem Fall wartest du einfach mit der Installation bis kurz vor der Mittagspause oder dem Feierabend. Hast du noch Fragen? Dann wende dich vertrauensvoll an deinen Admin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss.